Dankeschön, das war wirklich warmherzig und das tut mir gut. Vielen herzlichen Dank. Das dürft ihr während der Predigt auch gerne praktizieren. Keine Angst, ich werde euch heute Abend nicht langweilen mit irgendwelchen Fakten, Prophetien der Bibel, Historien und so weiter, sondern ich möchte uns inspirieren, einen persönlichen Zugang zu dieser Gabe der Prophetie sich anzueignen. Ich möchte gerne, dass wir nach Hause gehen und sagen, das probiere ich jetzt mal aus. Für mich persönlich, für andere, aber auch für, wie das Motto dieses Jahres ja heißt, in der Bibel zu graben und inspiriert Informationen, Reden Gottes, eine persönliche Berührung rauszuziehen, sodass die Bibel lebendig wird. Und das ist es ja, ein lebendiges Wort. Es ist nicht nur Druckerschwärze, es gibt uns nicht nur Informationen, sondern es soll ja lebendig zu uns sprechen. Und wenn wir nach Hause gehen und sagen, jawohl, ich lasse mich darauf ein, dass Gott zu mir spricht, ganz persönlich. Ich lasse mich darauf ein, dass ich verändert werde. Ich lasse mich darauf ein, dass der Himmel sich öffnet, dann herzlich willkommen. Ich werde euch ein bisschen herausfordern. Während der Predigt tigere ich immer gerne herum. Meine Tochter, die weiß das schon, die verfolgt mich dann immer mit der Kamera. Aber ich predige gerne, während ich laufe, weil das inspiriert mich dann. Und dann kommen manche Impulse heraus, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Dann wollen wir einsteigen, ja? Seid ihr mit mir? Gut. Dann gucken wir uns mal ein paar Sachen an. Also wie gesagt, es geht eigentlich auch im Grunde darum, dass wir unsere Haltung Gott gegenüber, dem Himmel gegenüber, dieser Welt, die für mich verborgen ist, sich neu eröffnet. Und ich ein Zutrauen gewinne, da hineinzugehen, eigentlich wo Gott wohnt. Und dann wollen wir uns ein paar Dinge anschauen. Erst einmal ein kleine Informationen über gewisse Dinge. Und zwar, das Prophetische arbeitet sehr stark mit Symbolen. Und wir haben zum Beispiel hier jetzt den Adler, den Löwe, den Ochsen und einen Menschen. Wer erahnt, wofür das stehen kann? Die Evangelien, sehr gut. Und zwar den Adler. Du hast deine Hausaufgaben gemacht oder hast du gelauscht? Wir haben den Adler und der Adler, ja, der steht für das Prophetische an und für sich. Das ist ein Symbol, weil der Adler sich aufschwingt und der geht dann in die Höhen hinein und dann kreist er da oben herum in irgendwelchen Gefilden. Und das Johannesevangelium ist auch ein bisschen das Symbol des Adlers hier im Sinne von das Kuschelige mit Gott. Wenn wir nämlich zu ihm aufsteigen und an seine Brust sind und hören, von seinem Herzschlag hören, dann profitieren wir davon. Der Löwe ist der königliche Jesus. Auch durch das Matthäus-Evangelium stark repräsentiert, weil da präsentiert er sich uns als der Herrscher, als der König, als der, der überwunden hat. Der Ochse ist der, der Knecht ist, der Maloch, der macht und tut. Das Markus-Evangelium zeigt uns keine Biografie Jesu, sondern nur seine Taten. Das hat er gemacht und 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 das hat er gemacht. Und dann noch ein Wunder und noch dieses. Eine Anreihung und Aufreihung seiner Taten. Wenig geschnörkelt drumherum und dann noch Jesus als Mensch, so im Lukas-Evangelium, wo uns Jesus als einziges Evangelium vorgestellt wird, als Jugendlicher, als Kind, als Mensch. Darüber hinaus gibt es noch viele, viele andere Symbole, Zahlensymbole. Die 3 steht für Dreieinigkeit, die 4 steht für den Menschen, das Menschliche. Die 7 steht für, etwas ist zu Ende gekommen, wir haben die 7 Tage in der Woche, etwas ist zu Ende. Und die 8 steht für einen Neubeginn. So haben die Zahlen verschiedene Symboliken, verschiedene Bedeutungen, die, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Auch Materialien, wenn wir die Stiftshütte anschauen und die Stiftshütte mal uns inspirieren lassen, wurden verschiedene Materialien verwendet zum Bau der Stiftshütte. Und die sind alle symbolisch.
Und das ist letztendlich eine Blaupause. Wer kennt noch Blaupausen? Ist noch jemand hier? Da hinten, ja, meine Generation. Herzlich willkommen, ich bin nicht alleine. Da auch. Blaupause. Früher, da hatte ich Schreibmaschinenunterricht. Ich habe das noch lernen müssen, Schreibmaschine zu schreiben, die Tasten zu finden auf dieser Tastatur. Und dann lief Musik im Hintergrund, James Last im Rhythmus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, K, 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 L, 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 M, 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 M. So haben wir Schreibmaschine gelernt. Und in der Schreibmaschine hast du dann einen Papierbogen eingespannt. Und hinter diesem Papierbogen kam eine Blaupause, das war so ein Durchdruck, und dann nochmal ein Blatt Papier. Sodass, wenn du auf dem Original drauf getippt hast, gab es einen Durchschlag, und dann hast du sozusagen eine Kopie gehabt dahinter. Und die war etwas unscharf an den Rändern, war nicht so deutlich, war nicht so abgerundet, sah ein bisschen schmuddelig aus. Und das ist ungefähr das, was wir in den Symbolen und in dem, in der Stiftshütte haben vom Original. Es ist nicht ganz so deutlich. Aber wir können eine Ahnung haben, wir können eine ablesen, wir können eine Einsicht haben vom Original. Und das ist das, was die Symbole uns verdeutlichen sollen. Wir gehen rein in den 1. Korinther 14, Vers 2. Da heißt es: Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und er ermutigt sie. Wir reden nicht über das Amt des Propheten. Wir reden auch nicht über den prophetischen Mantel und all die anderen prophetischen Ebenen, sondern wir reden auf der Ebene, die uns als Gläubige allen zur Verfügung steht. Wenn wir Menschen für Gott gewinnen wollen, gehen wir auf die Straße, machen irgendwelche Dinge, Aktionen und wir sind dabei evangelistisch. Bist du ein Evangelist? Nein, vielleicht. Du bist evangelistisch. Wenn wir im Hauskreis sind, wenn wir lehren, wenn wir zusammen sind und jemand legt das Wort aus, dann lehrt er, aber ist er Lehrer? Nein. Ihr kennt die 5 Dienstgaben, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten. Das sind die Ämter, in die man berufen wird. Aber wir sind evangelistisch, ausgebildet von Evangelisten. Und wir sind prophetisch, ausgebildet von solchen, die im Prophetischen begabt sind. So, das Prophetische steht uns allen zur Verfügung. Warum? Wer braucht Hilfe? Ich brauche manchmal Hilfe. Wer braucht Ermutigung? Ich brauche manchmal Ermutigung. Wer braucht Trost? Ich brauche manchmal Trost. Und wenn wir lernen, wenn wir das kultivieren in Gemeinden, in Kirchen, dass wir uns in diesem Sinne, in diesem Geist, in diesem positiven Haltung das zusprechen, können wir nur gewinnen. Stimmt's? Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Wir hatten früher eine prophetische Schule in unserer alten Gemeinde. Da haben wir das kultiviert, eingeübt. Das kann man üben, das kann man lernen. Und dann sind wir sogar so weit gegangen, dass wir das verbunden haben mit Evangelisation. Dann sind wir auf die Straße gegangen. Vorher haben wir gebetet, haben gehört, Papa, willst du uns hinstellen? Wo ist die Person, die du vorbereitet hast? Und dann hatte ich, um es als Beispiel zu nehmen, das Bild einer Uhr. Das war so eine Taxi-Uhr, ihr kennt es so auf den Inseln. Ich habe gehört Taxi und ich habe gesehen die Uhr. Dann sind wir da hingegangen, zu zweit, ganz gehorsam, haben uns hingestellt. Nichts passiert. Zweifel? Haben wir falsch gehört? Nichts passiert. Nach ungefähr gefühlte Viertelstunde, halbe Stunde, kam eine Frau auf uns zu, ganz freudig strahlend. Ach, ich habe mich verlaufen. Wissen Sie den Weg da und da und dahin? Dann habe ich gesagt, nee, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wenn Sie sich verlaufen haben, es gibt einen Weg, der nämlich dahin führt, wo Sie eigentlich hinwollen. Seht ihr, die Herzen sind vorbereitet. Und so können wir Menschen ermutigen, trösten, ihnen Rat geben und für die da sein. Schlechte Botschaften haben wir genug.
Die Menschen müssen gute Botschaft hören und wir sind das Volk, das ihnen diese gute Botschaft gibt. Die Grundausstattung dieser prophetischen Gabe ist positiv, wie ihr seht. Da ist keine Anklage dabei. Da ist auch nicht der Versuch dabei zu sagen, jetzt sage ich dem Typ mal meine Meinung und vergrabe es auch noch so schön prophetisch über Gott. Ich habe den Eindruck, du liegst falsch. Ich habe den Eindruck, du solltest das und das tun und du solltest jenes tun. Das ist in der Grundhaltung positiv, fördernd und aufbauend. Und das ist die Haltung, die wir in uns finden müssen. Eine Glaubenshaltung, eine positive Haltung. Vielleicht auch noch einen kurzen Abstecher zu dem, was der Unterschied zwischen Prophetie und Wahrsagerei. Ich hoffe, ich kriege den Witz wieder hin. Also, es gibt eine schöne Geschichte. Ich hoffe, ihr kriegt den Punkt und ich kriege den auch irgendwie gebacken. Ein Mann, eine Person geht zur Wahrsagerin und fragt, Menschenskinder, was ist mit meinem Leben, was passiert und so weiter, werde ich Reichtum haben? Und sie guckt dann in die Kugel und schaut und macht und tut. Und dann sagt sie, ja, morgen um 12 meinetwegen, Grab da und da in deinem Garten im Hinterstübchen und du wirst einen riesigen Schatz hervorbringen, ausgraben. Aber du darfst dabei nicht an ein Krokodil denken. Am nächsten Tag geht der Typ hin, fängt an zu graben, zu graben, zu graben und wisst ihr was? Er kann natürlich nicht an ein Krokodil denken. Dieses Viech geht ihm nicht aus dem Kopf heraus. Was ich sagen will ist, Wahrsagerei bindet uns, sie erleichtert nichts, sie macht uns nicht frei. Und Wahrsagerei kitzelt unsere Gefühle. Sie kitzelt unsere Lust, sie kitzelt unsere Wünsche und Träume, die wir im Natürlichen haben. Reich werden, jawohl, und ich fange an zu graben und dann gehe ich dahin. Weil wieso? Das ist das Wesen des Durcheinanderbringers, das wollen wir nachher mal anschauen. Der möchte uns ja in der Haltung halten, der Eigenständigkeit, des Getrenntsein von Gott, Kitzeln des Egos. Du brauchst Gott nicht, um deine Träume zu erfüllen. Das ist ja seine Strategie und das ist der Geist der Wahrsagerei, dass ich sage, ich entferne dich von Gott und ich biete dir eine Alternative an, die aber die Quelle nicht aus Gott stammt. Prophetie dagegen ist die Haltung des Vaters, der sagt, ich gebe dir den Schatz, ich gebe dir deine Berufung, ich gebe dir deine Karriere, aber weißt du was? Das Wort muss nicht zu dir passen, sondern du musst zum Wort passen. Das heißt, du wirst eine charakterliche Veränderung erfahren müssen, sodass du überhaupt mit dem Schatz, den da für dich zur Verfügung steht, umgehen kannst. Stell dir vor, Gott gibt dir etwas und dein Charakter ist nicht göttlich, nicht das Wesen, nicht repräsentant für das Wesen des Himmels. Dann bist du zwar gläubig und hast vielleicht Karriere, aber es ist nicht attraktiv. Es ist nicht schön, es ist nicht sauber, es ist nicht das Wesen Gottes. Und so beginnt eine Charakterschule. Und wir wissen von vielen, vielen, vielen Bibelstellen und Erzeugnissen aus der Bibel, dass alle Männer und Frauen Gottes, die uns da präsentiert werden, alle durch diese Schule gegangen sind. Josef, Hammerbeispiel, mit 12 Jahren, mit 17 Jahren, weiß nicht wie alt er war, Jugendlicher, bekommt, du wirst hier einmal regieren und du wirst dich erheben und du wirst König sein und was weiß ich. Und wo landet er? Im Knast. Bis seine innere Tragfähigkeit, seine innere Haltung dazu vorbereitet war, überhaupt das Amt auszuführen. Charakterliche Veränderung. In der Bibel lesen wir, wen den Herr liebt, den pädagogisiert er. So heißt es dort. Du kommst in der Pädagogikschule des Vaters. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Ne? Also nimm die Herausforderung an. Wenn du ein prophetisches Wort hast,
dass der Vater sagt, okay, das Wort steht, das ist Ja und Amen. Aber jetzt gehen wir an deine Person. Und weißt du was? Zusammen kriegen wir das hin. Und solche Dinge, Visionen sind immer größer als unser Vermögen. Das haben wir auch sehr oft gesagt, dass eine Ambition ist machbar für dich. Du bist ambitioniert. Du willst etwas tun und das ist alles machbar. Eine Vision ist immer größer als das Machbare deiner eigenen Ressourcen, weil dann macht es dich abhängig von Gott. Können wir das Spiel mal einspielen? Dieses Pong-Spiel. Das ist meine Generation. Ja! Erstes Videospiel aus den, weiß nicht, 60ern, 70ern? Irgendwie so in dem Dreh. Fantastisch. Eine Meisterleistung der Technik. Erstes Videospiel. Mein Bruder hat so ein Ding nach Hause gebracht und wir saßen davor und haben dann an diesen Rädchen gedreht und gemacht und getan. Das war der Hammer. Alter Röhrenfernseher, der angeheizt wurde, bis dann es erschien und dann ging es los. Dann haben wir gespielt ohne Ende. Und ihr seht, der Punkt, der wandert hin und her. Und dann haben wir hier die Schieber. Und das ist ein Beispiel für die Perspektive Gottes in unserem Leben. Wir sind hier eingebunden in die Dimension Breite, Höhe, Tiefe und Zeit. Richtig? Das ist unsere Sichtweite. Das ist da, wo wir uns bewegen und sagen, das kenne ich und so weiter. Und das sind ja auch meistens dann die Konflikte, auch im Gespräch mit denen, die Gott nicht kennen, die den Himmel nicht kennen, die sagen dann, ja Mensch, beweis mir Gott. Ich kann dir Gott nicht beweisen in der Dreidimensionalität. Ich kann dich nur beweisen, indem er dich berührt. Aber was ist, jetzt nehmen wir mal die Perspektive Gottes ein. Dieser Punkt, der hier hin und her springt, lebt in der Zweidimensionalität, richtig? Oder dreidimensional Zeit, aber kennt keine Höhe und keine Tiefe. Aber weil wir aus einer anderen Perspektive auf diesen Punkt schauen, wissen wir ganz genau, wohin er sich bewegt. Wir wissen, welche Maßnahmen wir zu treffen haben. Wir wissen, was wir zu tun haben, um den Punkt aufzuhalten, umzulenken, zu führen und zu machen und zu tun. Und genauso sieht der Vater im Himmel aus einer anderen Dimension auf unser Leben und er sieht es genauso, wie wir das hier sehen, unser Leben von A bis Z, von Anfang bis Ende. Es gibt zwei Begriffe in der Bibel, die das ausdrücken. Das eine ist der Begriff Chronos, kennt die Chronologie, die Zeit, Sekunde, Minute, Stunde etc. pp. Da sind wir eingebunden. Und dann gibt es eben noch den anderen Begriff, der Kairos. Kairos ist der Zeitpunkt, wenn Dinge sich ereignen, wenn eine Zeitreife, eine Zeiterfüllung stattfindet. Wir lesen wir im Galater 4, dass Jesus nicht gekommen ist in einer Zeit des Chronos. Gott ist nicht oben und hat ausgerechnet, dann nehmen wir hier ein paar Jährchen und dann noch ein paar Jährchen, dann gucken wir mal, 1 und 1 ist 3 und dann Quersumme und dann. Ach, der Zeitpunkt 0 wäre ganz okay. Sondern er rechnet es so aus. Was sind die Umstände? Was sind die Dinge, die erfüllt werden müssen, damit ich Jesus schicken kann? Erstens, zum Beispiel, wenn wir aus der Geschichte herauslesen, Belagerung und Knechtschaft, Römer. Zweitens, Bestrafungs- und Foltermethode, damit Jesus am Kreuz hängen kann. Bestrafungsmethode der Römer war Kreuzigung. Das sind Komponenten, die sich konstelliert haben, damit die Zeit voll war, damit Jesus da kommen kann und die Prophetien erfüllt werden können. Und so auch in deinem Leben. Es müssen Dinge auch in Vorbereitung sein und die siehst du nicht. Die sind die, die der Vater schon vorbereitet hat. Das sind die Dinge, die auf dich warten. Und du bist auf dem Weg und sagst, wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Und noch ein Gebet und noch und noch. Und du hängst durch und denkst, zweifle ich.
Und dann brauchen wir den Bruder und die Schwester und sagen, alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Aber der Zeitfaktor, das ist ja das Herausragende, das ist ja das, was uns am meisten herausfordert, dass wir sagen dann, dass Zweifel auftritt. Dass wir nicht mehr glauben, dass wir sagen, Mensch, Papa, also ich bin im Glauben gestartet und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, du siehst mich nicht mehr. Edge, Badge. Gott guckt von einer anderen Dimension an. Er sieht unser Leben zu jeder Zeit in der Gegenwart. Wir sprechen von Vergangenheit, jetzt, heute und Zukunft. Aber wenn wir dieses Bild nochmal vor Augen haben, dieser Punkt, blicken wir auf das ganze Leben dieses Punktes und es ist immer jetzt. Der Vater ist da, wenn du morgen bist und für ihn ist es jetzt. In 10 Jahren, wenn du irgendwo eine neue Stelle hast oder irgendwas tust, ist der Vater da schon jetzt. Psalm 139. Wenn ich zum äußersten Meer gehe, heißt es da, da erwarte ich dich schon. Wenn ich in den Norden gehe, bist du auch schon da. Lest mal im Psalm 139. Da ist es aufgeschlüsselt, dass es sozusagen der Vater übersieht dein Leben. Und er ist jetzt schon da. Er ist jetzt schon da. Und er leitet dich und er führt dich zu deinem Besten und zu deinem Gunsten. Eines der prophetischen Bücher, das uns ja am meisten bewegt und für größtes Aufsehen erregt, ist ja die Offenbarung, stimmt's? Also als ich das Ding zuerst mal gelesen habe, habe ich gedacht, Bahnhof von vorne bis hinten, die Symbole und so weiter und so fort, gruselig. Und dann kamen noch die Filme, Nostradamus, Siegel oder wie heißen die Filme? Oder dieser Filme mit diesem Henk, der dann so geheimnisvoll rummacht in diesen 7 Siegeln und Propheten und Zornesschalen und bla 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 bla. Ich habe gedacht, das ist ja ein gruseliges Bild. Das ist eine gruselige Offenbarung. Aber wisst ihr was? Wie die Einstiegsworte der Offenbarung sind, wenn ihr mal nachlest, in Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, dieses Buch, liebe Freunde, habe ich euch geschrieben, damit eure Freude vollkommen ist. Da ist nichts Gruseliges drin. Ne? Das soll Freude in uns auslösen. Weil im Himmel ist Freude. Das ist die einzige emotionale Übersprudelquelle, die es da gibt. Freude. Und deswegen sind auch diese Bücher voller Freude. Sie sollen uns Hoffnung geben. Sie sollen uns anstracheln zur Freude und zur Zuversicht und in unserem Glauben stärken. Jetzt haben wir aber, ach nee, nochmal ein Bild, nochmal zurück zu diesem Bild. Nee, machen wir nachher. Okay. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir eine Sache. Und jetzt kommen wir zu uns, jetzt geht es an unsere Herzenshaltung, jetzt geht es an unsere Einstellung. Jetzt haben wir da jemand, der die Originale Gottes gerne nimmt und durcheinander bringt. Und das lesen wir im 1. Mose Kapitel 3, beim sogenannten Sündenfall. Erste Erwähnungen in der Bibel haben immer eine ganz große Bedeutung. Da muss man aufhorchen, da muss man gucken. Der Sündenfall. Ihr kennt vielleicht die Geschichte Adam und Eva, haben jeden Tag gute Zeit mit dem Vater im Himmel, gehen im Garten spazieren. Und dann kommt die Schlange, die listiger war, und fängt an zu diskutieren. Und wir kennen das dann, das Liedende der Geschichte ist dann, dass sie sogenannt die Frucht essen und die Misere nimmt seinen Lauf. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Nachdem alles passiert ist, okay,
Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Wir müssen davon ausgehen, wenn wir aus der Dimension des Himmels schauen, aus der Dimension außerhalb unserer begrenzten Raumzeit-Geschichte, dass der Vater ganz genau wusste, was da abgelaufen ist. Gott war nicht überrascht, als dann der Sündenfall war und sagte: Oh, meine Güte, was habe ich denn hier getan? War ich von Sinnen, einen Menschen zu schaffen? Nein. War er nicht. Er war nicht überrascht. Überhaupt nicht. Er hat genau gewusst, was passiert ist. Aber, und jetzt sehen wir das andere, hier in diesem Bild, zeitgleich zu dem, was da passiert ist, hat er schon gesehen, viele Jahre später, das Kreuz. Die Erlösung und die Errettung. Da war keine Verzweiflung. Er hat sich nicht hinterfragt. Er war nicht in Panik. Gott hat genau gewusst, was da vor sich geht. Und er hat Schmerz gehabt. Aber wie ist er mit dem Schmerz umgegangen? Wie ist er damit umgegangen? Ist er hingegangen und hat angeklagt: Du böser Du, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht. Habe ich euch nicht erzählt, wie ihr hier leben sollt? Habe ich euch nicht vorbereitet? Habe ich euch nicht alle Bibelstellen und alles erklärt, was dann die Folge ist? Jetzt bist ihr selber schuld. Gott hat gewusst. Und jetzt kommt der Herr und sagt: Hey, erzählt mir, was ist passiert? Was ist passiert? Erzähl mal aus deinem Herzen, was ist geschehen? Gott geht in die Kommunikation. Er fragt: Was ist hier gerade passiert? Ihr zwei hier vorne, ihr gefällt mir. Immer so freundlich lächelnd. Danke. Beifall von mir. Also auf jeden Fall, er war nicht überrascht. Er hat auch nicht angeklagt. Er hat ihnen nicht vorgehalten, dass sie versagt haben. Er hat ihnen nicht vorgehalten, dass er gesagt hat: Menschenskinder, jetzt ist alles aus, meine ganzen Pläne gehen zugrunde, alles, was ich vorgedacht habe, kann ich jetzt über Bord schmeißen und ich weiß es gar nicht mehr, was ich tun soll und überhaupt und Schluss. Nein, er war nicht überrascht. Er ist offensiv gegangen, hat gesagt: Erzähl, was ist los? Und dann kam es aus Adam und Eva herausgeplatzt: Ja, da war doch die Schlange. Und Gott fragt dann: Woher kommt denn der Gedanke, dass ihr jetzt von mir getrennt seid? Wo ist der Ursprung? Woher stammt der Gedanke? Ja, die Schlange hat doch gesagt. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Du hast einen Gedanken, den greifst du auf, der zermürbt dich, der zermalmt dich in Beziehungen oder irgendwie in der Schule oder sonst irgendwo. Greifst du einen Gedanken auf, vielleicht der Nachbar erzählt irgendetwas, der erzählt es weiter. Du greifst einen Gedanken auf und ratzfatz bist du in die Falle getreten. Die Gedankenwelt ist ein großes Kampffeld, heißt es in der Bibel. Und die ursprüngliche Frage ist immer: Wo kommt der Gedanke her? Dem nicht genug, können wir die nächste Folie mit den Gefühlen haben? Jetzt kommt noch was Gravierenderes hinzu. Jetzt kommt noch etwas hinzu, was die Sache noch komplizierter macht. Nämlich Gefühle. Welche Gefühle hatten Adam und Eva? Sie hatten Furcht. Sie hatten Scham. Und sie hatten Wut oder Ärger. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, wenn die nicht gewesen wäre, da, da, da. Ja, der Mann, den du mir gegeben hast, wenn der nicht gewesen wäre, da, da, da.
Ärger, Wut, Scham, das sind ganz starke Emotionen. Und wenn die Gedanken und die Gefühle sich so vermengen, ist es ein explosives Geschoss. Das kennen wir, wenn ein Streit explodiert, wenn etwas eskaliert in uns, dann haben wir ein Gemenge, ein Gemisch an hochexplosiver Anklage. Und das ist eigentlich, was das, was hier passiert ist. Sie haben Gott angeklagt. Und das ist nicht das Wesen des Vaters. Es gibt einen Unterschied zwischen Anklage und zwischen Überführung. Wir haben einen Ankläger. Tagtäglich steht er vor unserem himmlischen Vater und klagt uns an. Er bringt all die Dinge hervor, die wir vielleicht nicht richtig machen, wo wir vielleicht in unserer Haltung nicht richtig sind und. Und er klagt an. Aber die Lösung steht schon daneben. Und das macht der Feind. Das ist die Gesinnung ungöttlicher Haltung, nicht wertschätzender Haltung. Das ist nicht das Wesen der Söhne und Töchter Gottes. Sondern wie geht Gott vor? Er geht vor in die Überführung. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Er fragt. Gott fragt. Erzähl doch mal, Junge, was ist passiert? Sprich aus deinem Herzen. Ich weiß doch eh Bescheid. Sag mir, was das Problem ist. Und sag mir auch deine Gefühle dabei. Ja, ich habe heute Morgen eine Empfehlung ausgesprochen. Googelt mal, weil ich als Mann, ich hatte keine Sprache für Gefühle. Ja, man konnte sie vielleicht ausdrücken in Wut, in Ärger. Männer, die ziehen sich dann eher zurück in ihre Höhle, ja, so als Eremit. Fühlen sie vielleicht dann stur, bockig. Ja, das sind alles Gefühle, die der Körper ausdrückt. Aber ich musste lernen, für mich Worte der Gefühle zu finden. Gerade in Konfliktsituationen, dass es heißt, Menschenskinder, die Situation irritiert mich. Sie macht mich ohnmächtig. Sie führt mich in die Angst hinein. Sie macht mich wütend. Das bringt Freude in mir hervor. Das sind echte Worte von Gefühlen. Wir verwechseln das oft, ne? Wenn man sagt, wie fühlst du dich? Dann beschreiben wir oft den Gedanken. Ich fühle mich angeklagt. Angeklagt ist nicht das Gefühl. Angeklagt ist ein Gedanke und das Gefühl ist Wut. Mobbing ist nicht ein Gefühl, Mobbing ist Tatsache. Mobbing zeigt sich durch Ausgrenzung und Ablehnung und das Gefühl, das du dabei hast, ist Wut und Ärger. Und Hass vielleicht. Und so durchforsche dich mal, genauso wie hier Gott therapeutisch in die Überführung gegangen ist, wo stammt der Gedanke her und welches echte Gefühl habe ich dabei. Und das ist kein Rat, das wir jetzt hier neu erfinden, das ist eigentlich die Vorgehensweise von jedem guten Therapeuten und Psychologen und jedem guten Seelsorger, und jedem guten Berater, der dir rät, komm, ich helfe dir bei der Überführung durch den Heiligen Geist. Nicht in die Anklage. Anklage ist nicht unsere Sprache in dem Prophetischen, sondern Ermutigung, Trost und Hilfestellung. Hilft uns das weiter? Ihr seid so still. Gib mir noch mal einen warmherzigen Applaus, bitte. Ich brauche das jetzt. Das tut mir jetzt gut. Dankeschön. Jetzt nehme ich noch einen Schluck Wasser drauf und dann geht es mir wieder richtig gut. Der Durcheinander, der klagt an. Der Heilige Geist überführt. Und sie merkt, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das fühlt sich auch ganz anders an. Wenn die Anklage da ist, macht sie uns fertig. Sie ist wie eine Last, sie ist wie ein Joch. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es mal erlebt, dass du
eine Erleichterung erfahren hast, indem etwas überführt wurde. Zum Beispiel, du bist unter Anklage, hättest ein Auto gerammt. Nehmen wir einfach mal das, ja. Und dann kommt der Brief vom Rechtsanwalt und dann kommt die Vorladung vom Amtsgericht und dann kommt dieses und jenes und du hörst nur Anklage und du sagst, ich bin doch unschuldig. Und du hörst die Anklage und die Vorladung und es kostet Geld und ein ganzes Ding baut sich vor dir auf und erdrückt dich fast, bis dann die Gerichtsverhandlung da ist und dann sagt der Richter, ohne Schuld. Eine Erleichterung. Das Gefühl der Erleichterung, das ist das Resultat, wenn der Heilige Geist uns überführt. Und wir sehen auch noch etwas, ganz prinzipiell hier in dieser Geschichte von Adam und Eva. Wenn sie haben sich zwischen den Bäumen versteckt. Das ist auch so ein Grundgefühl, dass sich sozusagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kennt ihr das? Es ist einfach zu viel. Es ist einfach too much, was da an Dingen auf mich einbricht. Und dann habe ich eins gelöst, öffnet sich das nächste. Habe ich eins gelöst, öffnet sich das nächste. Habe ich eins gelöst, öffnet sich das nächste. Das sind die symbolhaft so diese Bäume. Du blickst nicht mehr durch. Nimm doch mal eine Sache. Geh sie offensiv an und du wirst sehen, der Wald wird sich lichten. Habe ich noch einen Gedanken dazu? Nö, das reicht mal. Also, woher kommt der Gedanke, dass du nackt bist? Woher kommt der Gedanke, dass du dich unwürdig erachtest? Woher kommt der Gedanke? Woher kommt der Gedanke? Das ist die Frage, die Gott stellt. Wer hat dir gesagt? Was ich damit ausdrücken will, ist Folgendes. Jetzt demonstrieren wir das. Das habe ich total vergessen, aber jetzt kommt es dran. Aber wir sind ja gechillt. Prophetie. Der Schlauch, genau. Wer den Schlauch hat, ist prophetisch gut drauf. Kauft euch prophetische Schläuche. Das lässt euch besser hören, wenn ihr das dann sozusagen in den Himmel streckt und das an ein Ohr und dann, ja, nee, das kann ja wohl nicht sein, was denkst du über mich? Also, du hörst dann plötzlich, ich hab's gehört. Also, wir stecken das Ohr in den Himmel, wir stecken das Ohr an das Herz des Vaters. Und jetzt passiert Folgendes. Also der Schlauch bist du, ja? Und der Trichter ist dein Ohr. Der Vater spricht und er 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 spricht. Weiter, jetzt müssen wir noch die Reste hier rausnehmen. Genau, das ist der Nachklang. Danke, jetzt haben wir die volle Botschaft empfangen. So, jetzt bist du das andere Glas. Jetzt ratet mal, wenn dieses Wasser durch diesen Kanal, durch diesen Gummischlauch fließt, was für einen Geschmack er wohl annimmt. Der wird ein bisschen nach Gummi schmecken, richtig, das Wasser? Weil es abfärbt. Weil es überträgt, weil es ist ein Geschmack. Und das bist du. Wenn du von Gott etwas, und ich natürlich auch, ich schließe mich nicht aus, wenn Gott zu uns etwas spricht, sind wir der Kanal, sind wir der Schlauch. Und es wird immer etwas von dem, wer ich bin und wie ich bin, mit, meine Güte, bin ich über der Zeit. Tut mir echt leid. Könnt ihr noch? Tut mir echt leid. Ich habe jetzt gerade einen Schrecken gekriegt. Gut, also, jetzt bin ich irritiert. Und meine Gedanken sind, hätte ich doch ein bisschen schneller gepredigt. So, also. Der Geschmack, das Wasser an, das Wasser nimmt den Geschmack an, das bist du. Und das ist nicht, um es vorwegzunehmen, der Schlauch ist nicht die kleine Sünde, die Vergehung oder die Dinge, die man mal so tut. Das schaffen wir auf dieser Erde nicht. So zu sein wie Jesus, so astrein, so pur, so wahnsinnig toll
außer mir. Und dann kommt da eben dieses Wasser durch und es hat diesen Geschmack. Und es sind wirklich, wie gesagt, nicht die kleinen Dinge, die wir so im Leben tun und versäumen und machen und tun, sondern der Name des Schlauches heißt Angst, Unglaube, Zweifel, Anklage. Wenn wir von Gott hören und wir transportieren Unglaube im prophetischen Wort, wissen wir, das bin ich und nicht der Heilige Geist. Weil wir haben gelernt, das Wesen des Prophetischen ist Auferbauung, Ermutigung, Trost und Hilfe. Und wenn dein Charakter, wenn dein Wesen sich in der Liebe Gottes verankert, wie gesagt, es geht nicht um die kleinen Sünden, es geht wirklich nicht um diese Sachen, die man mal so tut. Ja? Es geht um die Haltung zum Himmel. Es geht um die Haltung in der Beziehung zum Vater. Es geht in die Haltung zum Glauben und von Zuversicht. Es geht in die Haltung von Hoffnung. Das sind die wesentlichen Dinge. Dann transportieren wir das auch in die Welt und zu deinem Nächsten. Und wir vermeiden es dann, versteckte Anklage in die Prophetie zu bringen. Oder auch Adam und Eva im Garten, ja, diese Verallgemeinerung. Hat Gott gesagt, von allen Bäumen, alle Bäume, so eine Verallgemeinerungsfloskel, die uns auch so gut tut. Man sollte doch als Christ, als Gläubiger macht man. Und ich habe heute schon gesagt, ich bin nicht Mann. Ich bin Detlef und sprich doch persönlich zu mir und nicht zum Mann. Kennt ihr das? Als Christ sollte man. Als Christ sollte man die Bibel lesen, als Christ sollte man das, als Christ sollte man das. Diese Mannsprache, diese Ich-Distanz. Gott spricht persönlich zu dir. Gott nimmt dich so ernst, er nimmt dich so liebevoll in seine Arme und sagt, komm Junge, was sind deine Gedanken, was sind deine Gefühle? Jetzt machen wir einen Plan für dich, ganz individuell. Du bist einzigartig, du gehst nicht unter in der Masse. Du bist individuell, du bist nicht einer von Tausenden. Ich sehe dich und dein Leben. Von vielen, vielen anderen sehe ich jetzt dich ganz genau an. Und du bist in meinem Fokus. Und du bist jetzt dran. Und dann begleitet er dich und bringt dich in die Freiheit. Paulus hat es so ausgedrückt im Römerbrief. Die Zerwürfnisse, diese Verzweiflungen. Er sagt dann, Mensch, letztendlich ist das, was ich nicht will, das tue ich und das, was ich will, tue ich nicht. Und es endet nicht, dass er sagt, jetzt bin ich verzweifelt und ich gebe mir die Kugel, sondern es sagt, ich weiß nur eins, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht schön? Manchmal machen wir die Dinge, die wir wollen und manchmal machen wir Dinge, die wir nicht tun sollen. Aber es gibt keine Verdammnis, da kommt keine Anklage, sondern da kommt Überführung. Da kommt eine Überführung des Heiligen Geistes in deiner Haltung zu gewissen Situationen und dann kommt die Erleichterung und wir sind reif und wir sind erwachsen und wir sagen, wow, jetzt habe ich einen Durchblick. Das tut so gut. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal weg hier. Vielleicht noch ein Satz. Schuld ist nicht mehr das Thema. Ich habe mal, als wir noch, Stefan hatte gesagt, unsere Predigt haben, habe ich unserer Gemeinde verboten. Ich habe gesagt, Leute, Schuldzuweisung ist hier tabu. Hier gibt es keine Schuldzuweisung in unserer Gemeinde, weil es ist nicht Thema. Sondern was müssen wir lernen? Den Umgang mit Anklage. Den wir uns teilweise ja selber zugeben. Aber das ist nicht das Wesen Gottes. Und es ist auch nicht die Haltung des Himmels uns gegenüber. Sondern es ist der Durcheinanderbringer. Er klagt an, der Heilige Geist überführt. Und wenn der Heilige Geist überführt, macht er keine lange Rede. Es ist ein Satz, es ist ein Vers, es ist ein Ding, das plötzlich in deinem Herzen auftaucht. Und es ist nicht eine lange Abhandlung. Mit den 10 Geboten ist letztendlich alles gesagt.
mit dem Grundgesetz, die ersten Artikel, ist im Grunde genommen auch alles gesagt. Prinz, kurz und knapp. Wenn wir uns danach richten würden, wäre ja alles schick. Aber weil wir Menschen sind und weil wir so sind, wie wir sind, gibt es halt noch viele, viele Ausführungen, die das ganze Leben regeln. Aber nicht unter Gesetz, sondern unter seiner Gnade. So, jetzt mache ich auch wirklich Schluss. Bis auf eine Sache. Heute haben wir wieder das Abendmahl vorbereitet für uns. Und in dieser Haltung ist eine Hinführung, dass du dich öffnest für das Reden Gottes in der Freimut, in der Gegenwart des Vaters. Haben wir das Abendmahl. Nimm es in dieser Haltung ein und sag dir zu, ich bin frei durch das Blut Jesu. Und parallel dazu haben wir hier dieses Stöckchen. In der Bibel wird viel von Prophetic Acting gesprochen, also von Handlungen, die die Propheten oder das Prophetische tut. Propheten mussten Huren heiraten, die mussten sich halbnackig auf die eine Seite legen, auf die andere Seite legen, die mussten Bogen schießen, die mussten dieses oder jenes oder das tun. Also prophetische Handlungen gehören mit dazu. Und das soll jetzt für uns auch im Zusammenhang mit diesem Abendmahl eine prophetische Handlung für dich sein dürfen, nämlich der Abschlussvers, der alles so ein bisschen bündelt, Jesaja 9, der Stock des Treibers ist zerbrochen. Der Stock der Anklage ist zerbrochen. Der Stock der Vergewaltigung deiner Seele ist gebrochen. Der Stock des Missbrauchs deines Lebens ist zerbrochen. Ich bin frei, ich bin erlöst und kann in den Himmel schauen, ohne Anklage. Ich kann mit Freimut vor den Thron kommen, weil Gott weiß, was Sache ist. Und besprecht das mit ihm. Nimm dazu die Bibel in die Hand und lass dir von Gott diesen Vers geben. Dieser eine Satz, der alles umhaut. Und dann macht diese prophetische Handlung. Habt das Knacken hören? Hört dann das Knacken. Hört, dass die Anklage zerbrochen ist. Ratz. Und dann geht in Freimütigkeit in die Gegenwart des Vaters. Geht in die Freimut hinein. Und geht in die Freude hinein. Weil Anklage ist nicht Teil unserer Identität.